Tag 176 auf unserer Baustelle. Wir haben heute einen sehr kalten Tag und wir sind an der Wasserleitung dran. Und der Thomas hat hier so einen geilen Automatikkörner mitgebracht, das kannte ich noch gar nicht. Wir haben damit gerade hier schon die Bohrung gemacht, hier, um die Wasserleitung fest zu montieren. Und jetzt zeige ich einfach mal, wie der funktioniert, weil ich kannte den noch überhaupt nicht. Wir hatten uns hier schon angezeichnet, wo das Ganze hin soll. Mitte ist hier 20 mm von der Seite entfernt. Jetzt halte ich den hier so fest und mit dem Körner drücke ich einfach nur drauf. Moment, wenn ich die Mitte habe. Und dann körnt er von alleine. Ich glaube, den hast du schief. Habe ich schief gekörnt? Nee, schief gekörnt nicht, aber die Schelle ist schief, weil oben, wenn du die Leitung anschaust, die geht da nach innen. Ja, die hat hier so einen kleinen Knick, das ist das Problem mit der Leitung. Und schon ist fertig, jetzt können wir bohren. Ich bohre jetzt hier vor, damit die Blechschrauben gleich besser reingehen. 3 mm Bohrer, kommt auf eure Blechschrauben drauf an. Puffer-Effekt. Kann passieren, wenn man zu schief bohrt, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe zu viel gedrückt. Ja, wenn man dann zu viel drückt. Ich habe jetzt keine Lust, einen anderen Bohrer rauszusuchen. Jetzt werde ich erstmal hier die eine Seite festmachen und dann muss die Schraube halt von alleine da durchkommen. Ich mache die erstmal nur so grob fest und jetzt muss sie sich hier, ist ja ein bisschen angekörnt, ein bisschen angebohrt. Okay. Ja, das sind ja auch Schrauben, die keinen Bohrkopf haben. Die sind noch von dem Schaumplattenhaus, die haben keinen Bohrkopf. Deswegen ist das halt schwer und deswegen bohre ich die halt gerne vor, aber die wird auch so da reingehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, vorbohren macht doch Sinn. Da muss ich doch einen Bohrer suchen. Ja, das 2 mm Profilmaterial ist zu stark. Jetzt habe ich hier einen 2 mm Bohrer, einen Dreier habe ich jetzt keine Lust zu suchen. Jetzt darf ich natürlich nicht so viel drücken. Der biegt sich schon gut durch. Na, so feines Material, das ist nichts für mich. Ey. Der biegt schon. Ja, weil die Schraube sich doch ziert, da reinzugehen, müssen wir jetzt doch nochmal hier mit einem 3 mm, nachdem ich den 2 mm auch erledigt habe. Ja, mein Problem ist einfach, ich drücke immer zu doll, weil ich will immer schnell, schnell und das hält natürlich der Bohrer nicht aus. Und meine Geduld hält auch nicht. So, und jetzt sieht die Schraube richtig schön schnell da rein. So, die Leitung ist jetzt halbwegs gerade. Das Problem ist halt, weil die so ein bisschen flexibel ist und so, wird die nie so richtig schön gerade sein. Da müsste man viel mehr Schellen setzen. Aber wir werden dann nachher da oben noch ein bisschen versuchen zu befestigen und ein bisschen schön zu machen. So, die Wasserleitung ist fertig. Jetzt machen wir hier die Halterung für den Warmwasserbehälter oder Boiler. Und da wollte ich jetzt nochmal den Körner zeigen. Ich bin total begeistert davon. Hier kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also man setzt den einfach da an dem Punkt, wo man körnen will und drückt. Dabei spannt sich eine Feder und körnt dann da, wo man körnen möchte. Wo man den Punkt haben möchte. Und das geht wirklich schneller und besser als mit einem Hammer. Und jetzt breche ich den nächsten Bohrer. Ja, so, schon Akkuschrauber jetzt zur Bohrmaschine, damit geht es dann doch ein bisschen besser. Und wenn man dann noch den Schlag rausnimmt, kann man dann auch Metall bohren. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Öl hätten, können wir das Ganze auch noch kühlen. Ne? So,
Tag gestern und einer dazu. Ja, wir haben heute schon mittags. Der Thomas hat hier den neuen Wasserboiler hier auf Füße, weil ich muss nochmal Werbung für dieses Teil machen, weil mit einem normalen Stift würde ich ja jetzt hier gar nicht richtig zum Anzeichnen kommen, aber mit dem Teil muss ich ja jetzt hier nur so mittig reinhalten und schon habe ich da eine Körnung drin, ja, und kann jetzt bohren, ja, und jetzt helfe ich dem Thomas ordentlich die Kamera wieder weg. Kurz vor Ende des Tages, den wir euch unten einblenden, weil wir auch gestern den Tag vergessen haben. Sarah sitzt da und grinst. Wir sind jetzt mit den Vorbereitungen fertig. Wofür haben wir uns vorbereitet? Wir holen die Nala ab. Genau, wir bekommen unsere Hündin Nala wieder. Und deswegen haben wir jetzt alles Mögliche vorbereitet. Wir waren ganz schön gestresst die letzten Tage, aber jetzt ist es offiziell. Wir fahren morgen los. Du wolltest zeigen, was du da drin gemacht hast, genau, ne? Ich hoffe, man sieht das. Ja, genau, jetzt gehen wir in die Dunkelkammer. Ja, ich habe soweit jetzt die ganze Wohnung gestrichen. Wie bist du denn da vorgegangen? Weil du hast dich ja beschwert, ich habe es nicht gefilmt. Weil wir ja, deswegen, das erkläre ich am besten nochmal, wenn es hell ist. Weil ja, ist doch hell genug. Ja. Du hast erstmal so einen Voranstrich genommen, den hier. Nein, das ist eine Grundierung. Genau, so eine Grundierung hast du erstmal aufgetragen. Ja? Wir gehen mal stark davon aus, es ist, wie man in Deutschland Tiefengrund kennt. Das ist auch so eine milchige Konsistenz. Das wurde halt eigentlich einfach nur aufgestrichen, damit halt die Farbe auf dem Putz hält. Genau. Dann, jetzt will ich gerade... Ja, dann hast du weiße Farbe drauf gemacht. Naja, nicht weiß, so eine abgetönte, ja. Genau. Ah, genau, aber vorher habe ich auch immer die ganzen Ecken alles abgewaschen. Dann muss ich aber nochmal, bevor ich dann mit dem Tiefen dann nochmal dran gegangen bin. Also die Paneele hast du alle hier in den Ecken abgewaschen und so. Genau, da oben, glaube ich, meine Sauerei, die ich da oben gemacht habe, ist auch schon fast wieder weg. Ecken, ja. Alle nochmal nachgegangen mit Putz vorher. Also es war halt sehr viel Arbeit. Ja. Aber soweit ist das Haus jetzt eigentlich fertig. Genau, und dann hast du da hinten nochmal mit so einer braun abgetönten Farbe nochmal so einen Akzent gesetzt. Ja. Genau, da kommen auch noch mehr. Genau, aber damit hast du jetzt erstmal angefangen. Sieht man jetzt nicht so. Ja. Aber wir haben die Fliesen jetzt hier schon mal reingeräumt, dass die draußen nicht so rumliegen. Ja, mein Motorrad packt auch drin. Die Dinger haben wir schon mal so, also nur damit wir wissen, was wir Die kommt. Elektroinstallation, also da sind jetzt erstmal nur die Rahmen drauf. Genau, damit wir schon, weil man vergisst ja öfters mal viel. Genau, zu der Elektroinstallation werde ich diesmal ein wirklich ausgiebiges Video machen. Ja, jetzt haben wir nicht so einen Zeitdruck wie letztes Mal. Genau, jetzt haben wir nicht so einen Zeitdruck wie letztes Mal. Da werde ich euch wirklich von vorne bis hinten mitnehmen. Ansonsten, ja, ist hier drinnen überall Fliesen verteilt, Fenster sind drin. Klimaanlagenvorbereitung habt ihr alles schon gesehen. Ja, hier gut, hier fliegt noch der Zement rum. Sarahs Schrankprojekt hier in Einzelteile. Hier sind die Schubladen, da steht der Schrank. Das ist so ein alter Küchenschrank, der ist bestimmt schon 50 Jahre alt. Den wird die Sarah aufarbeiten, da wird sie euch sicherlich auch mitnehmen. Wenn ich denn Zeit dazu habe. Wenn sie denn Zeit dazu hat, genau. So, unser Auto steht schon mehr oder weniger bereit. Getankt dies hier, plane alles. Nachdem wir wiederkommen, wird auch da hinten unser Dach irgendwie mal aufgebaut. Also es wird definitiv spannend bleiben. Deswegen, bleibt dabei. Bis dahin. Tschüss.